Grüße, Heidrun Theiss und Hermann Gröhe. Es ist viel leichter, als wir denken. Wir machen mit, wir lernen das, wie wir dann erst prüfen, dann Hilfe rufen, Bescheid sagen, was geht und dann selber anfangen, möglichst schnell zu drücken. Das, was neulich ein Neunjähriger vorgemacht hat, das können wir alle lernen. Und dann können wir bereit sein, auch so einem Menschen zu helfen. Das liegt uns heute besonders am Herzen. Wir wollen Öffentlichkeit schaffen. Das ist ja das, was die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung originär macht. Öffentlichkeit schaffen und Informationen zu transportieren. Und unser Thema, das uns heute hier bewegt, Wiederbelebung, Reanimation. Muss man einfach vorbereitet sein, da geht es um Leben und Tod. Und das will ich betonen und unterstützen, da sind wir heute hier. Ich habe ja selbst einen Herzfehler und deswegen finde ich aber dieses Thema sehr, sehr wichtig. Wer mitmachen will, dieses Bündnis zu verstärken, ist herzlich eingeladen.